Berlin, die WG hat bei GZSZ schon viele Kommen und Gehen gesehen. Von Pia und Anni, über Shirin und Tuna, gefühlt hat schon fast jeder aus dem Kollekiez zumindest kurzfristig dort seine Zelte aufgeschlagen. Für einen langjährigen Mitbewohner heißt es nun aber Abschied nehmen, Erik zieht aus. Weil Toni schon bald wiederkommt, räumt der Koch das Zimmer frei. Ein Abschied, der weh tut. Seit er Luis wieder hat, ist Moritz wie ausgewechselt, freut sich Erik in einem Vorschauvideo über die Unterstützung seiner Freunde. The Power of Love, ergänzt Nihat, der merkt, dass Erik die bevorstehende Rückkehr von Toni nicht leicht fällt. Auch wenn der Ex-Knacki die Trennung eigentlich langsam verarbeitet hat, ist es keine Option, mit seiner Verflossenen weiter zusammenzuwohnen oder gar sich ein Zimmer zu teilen. Ich glaub, ich hab alles. DIT Wars, so Erik. Das Ende einer Ära, fasst es Nihat passend zusammen. Er und Lilly müssen nun ohne seine Kochkünste auskommen. Und auch Toni lässt trotz des Auszuges wohl noch auf sich warten. Olivia Marei, 33, steht zwar seit Ende August wieder vor der Kamera, da GZSZ, montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus, aber Wochen im Voraus gedreht wird, müssen sich die Zuschauer noch weiter gedulden. Man darf gespannt sein, wie Erik reagiert, wenn sie sich erstmals im Kollekiez wieder über den Weg laufen. Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erstmal nicht los wird, gab GZSZ-Star Olivia Marei schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Tonis Comeback.